mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Podcastes. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Hitze beim Golfspiel sprechen. Aktuell haben wir es in Deutschland über 30 Grad und es ist kein Ende in Sicht. Und wie du weißt, jedes Jahr verlängert sich auch die Hitzeperiode, es entstehen Dürren und der Deutsche schwitzt. Und da haben wir auch schon ein kleines Problem, denn das macht nicht nur den Golfplätzen zu schaffen und dem Rasen, den Greens, den Fairways und allem, was dort wächst und gedeiht, sondern eben auch dem Golfer an sich. Also, was kannst du tun, wenn du trotz heißer Temperaturen jenseits der 30 Grad eine Runde Golf spielen möchtest? Und vom Prinzip kann man das ganz einfach sagen, lohnt es sich überhaupt bei Hitze Golf zu spielen oder nicht? Und das ist schon mal eine erste Entscheidung, die du für dich selbst treffen musst. Wenn du sagst, die machen Temperaturen jenseits der 30 Grad und eben die bis zu 10 Kilometern pro 18-Loch-Runde nichts aus, dann kannst du getrost auf die Runde gehen und kannst eine wunderbare Zeit verbringen. Aber wenn du merkst, okay, körperlich hast du einfach abgebaut, beziehungsweise dein Körper ist durch den Temperaturanstieg und die Temperaturen um 35 Grad einfach viel zu warm, und dann solltest du vielleicht lieber pausieren und einfach mal ein paar Tage dir selbst gönnen und dein Spiel ausruhen lassen, einfach warten, bis die Temperatur wieder runtergeht. Aber wie gesagt, falls du es trotzdem schaffst, Golf zu spielen, dann habe ich ein paar Tipps für dich, wie du eben auch bei starken Temperaturen und hohen Temperaturen problemlos eine Runde Golf bewältigen kannst. Also, was solltest du auf jeden Fall tun? Und da gibt es eine Sache, die ich auch in dem alten oder dem vorhergehenden Podcast schon angesprochen hatte: Benutz einen Golftrolley. Es ist wirklich so, wenn du dein Bag nicht tragen musst oder irgendwie andersweitig transportierst mit deinem Körper, sparst du einfach Energie, du sparst auch Flüssigkeit, die du durch Schwitzen verlierst, und du tust dir selbst einen Gefallen, wenn du bei Temperaturen über 30 Grad dein Golfbag auf einen Trolley oder eben in einen Golfcart packst und es eben nicht tragen musst. Das spart dir schon mal, wie gesagt, nicht nur Energie und Flüssigkeit, sondern auch auf jeden Fall Konzentrationsstärke bzw. Schwäche ein. Und da ist eben ein Punkt, such dir einen Trolley aus, probier es mit einem Trolley und teste einfach, welche Art von Trolley, Push- oder Pull-Trolley für dich geeignet sind, und einfach da nochmal zu wissen, okay, wo soll die Reise hingehen. Und natürlich absolut wichtig bei einer Runde Golf bei Temperaturen jenseits der 30 Grad, nutze die Möglichkeiten deines Golfbags voll aus, das heißt, stopf die Taschen voll mit Wasser, mit isotonischen Getränken, mit abgekühltem Tee oder dünn gemixten Saftschorlen, um einfach hier wirklich ausreichend Flüssigkeit während den bis zu 5 Stunden Runden dabei zu haben, dass du nicht irgendwie dehydrierst. Und da ist auch ganz wichtig zu beachten, es sollte wirklich Wasser sein oder isotonische Getränke, die du auch wirklich regelmäßig trinkst, am besten pro Loch mehrere Schlücke Wasser, und trinke wirklich keine Limo, keine groß zuckerhaltigen Getränke wie Cola, Fanta oder dergleichen, und auf keinen Fall während der Runde Alkohol. Durch den Alkohol dehydrierst du noch schneller und dadurch verlierst du noch mehr Flüssigkeit, und das schadet nicht nur deinem Spiel, sondern auf jeden Fall auch dir. Und vor allem die zuckerhaltigen Getränke bremsen einfach auch ein bisschen dich selbst aus und machen an sich noch mehr Durst. Und das willst du ja nicht. Du willst ja auf jeden Fall eine saubere Runde spielen, nicht mit noch mehr Durst, sondern mit Power, mit Kraft und mit Energie, und daher lieber Wasser trinken, literweise Wasser, vielleicht noch ein isotonisches Getränk und eine dünn gemixte Saftschorle dazu, und da bist du auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Was du während der Sonnenphasen auf jeden Fall nutzen solltest, wäre des Weiteren nicht nur ein Golftrolley, sondern auch einen Sonnenschirm. Und da ist wirklich ein Punkt, das habe ich oder beziehungsweise meine Freundin am eigenen Leib erfahren müssen, nicht jeder Regenschirm ist auch als Sonnenschirm geeignet. Manche Regenschirme spenden zwar, oder beziehungsweise alle Regenschirme, Golfregenschirme spenden zwar Schatten, aber lassen trotzdem die schädlichen UVA, UVB-Strahlen durch und man bekommt trotzdem Sonnenbrand. Wie gesagt, am eigenen Leib gespürt, meine Freundin auch, und daher empfehle ich dir hier, nutze wirklich einen Sonnenschirm oder einen Regenschirm mit UV-Schutz. Ich verlinke dir es gerne nochmal in den Shownotes, was du da auswählen kannst, auf was du achten musst, und die meisten Sonnenschirme mit UVA und UVB-Strahlenschutz haben einen Lichtschutzfaktor um die 50, und das hält auch schon mal für eine Golfrunde aus. Genau, was du auf jeden Fall noch mit benutzen solltest, ist definitiv einen Hut.
oder irgendwie eine Kopfbedeckung, dass eben dein Kopf nicht die dauerhafte Zeit des Spiels irgendwie der Sonne ausgesetzt ist. Ich spiele im Sommer grundlegend mit einem Strohhut, liegt einfach daran, Basecaps stehen mir nicht und daher, wenn du Basecaps bevorzugst, nutze ein Basecap, wenn du eine Schiebermütze bevorzugst, nutze eine Schiebermütze und wenn du einen Strohhut bevorzugst, einen Strohhut, Hauptsache du hast irgendwas auf dem Kopf, was die Sonnenstrahlen abhält und eben auch dein Haupthaar oder deinen Kopf insgesamt schützt und dass du nicht irgendwie da noch einen Sonnenstich bekommst. Ganz wichtig, nicht nur trinken, nicht nur Sonnenschutz an sich, sondern auch insgesamt die Kleidung, die du trägst. Nutze wirklich helle Kleidung. Wenn du dunkle Kleidung anziehst, wird die Sonne noch mehr angezogen und dadurch dehydrierst du noch schneller und verlierst noch mehr Flüssigkeit. Daher nutze helle Kleidung und dort am besten auch bei den heißen Temperaturen Funktionskleidung, denn die leitet die Feuchtigkeit vom Körper weg nach außen. Dort kann wunderbar die Feuchtigkeit verdampfen, gibt wiederum einen leicht kühlenden Effekt und da gibt es eben auch von den großen Anbietern verschiedene Sachen. Climacool von Adidas zum Beispiel oder Nike hat, glaube ich, Drycool oder so. Irgendwie heißt es. Und das sind nochmal Stoffe, die besonders für die Sommerzeit gedacht sind und für die direkte Sonneneinstrahlung. Und wenn du allein schon bei der Kleidung drauf achtest, was du anziehst, dass es wirklich helle Kleidung ist, am besten Richtung weiß und so, dass du da einfach ein bisschen dir selbst die Sicherheit auch gibst, nicht zu schnell zu viel Feuchtigkeit zu verlieren und die Hitze eben auch ein bisschen von deinem Körper abgehalten wird. Und da natürlich auch ganz wichtig und der Bonustipp an alle, zieh dir im Sommer weiße Schuhe an. Warum weiße Schuhe? Ganz einfach, das kennst du im Winter auch, hast du warme Schuhe oder warme Füße, ist dir sofort warm und mollig, hast du kalte Füße, dann frierst du noch schneller und diesen Effekt kannst du natürlich auch im Sommer nutzen. Weiße Schuhe halten die Sonne ein bisschen ab, dadurch sind deine Füße kühler, dein Körper ist insgesamt kühler, hast du dunklere Schuhe an, dann heizen sich deine Füße auf und dein Körper ist dadurch automatisch eher in einem Warmmodus bzw. in einem Feuchtigkeitsverlustmodus und dadurch fängst du noch stärker an zu schwitzen. Daher auf jeden Fall weiße Schuhe anziehen und was du immer darauf achten solltest, ist natürlich auch, dass du Wechselhandschuhe dabei hast. Das weißt du selbst, wie es ist im Sommer. Du spielst, man schwitzt auch an den Händen, man schwitzt eigentlich überall und daher solltest du wirklich Wechselhandschuhe auch mit dabei haben, um hier noch ein bisschen den Handschuh zu schonen und natürlich auch dein Spiel zu verbessern, weil ein nasser Handschuh ist nie ein guter Handschuh. Dann, was ich schon wieder fast vergessen habe zu erzählen, ist ganz klar Sonnencreme. Creme dich wirklich regelmäßig ein, nicht nur vor der Runde, auch nach ein paar Löchern. Je nach Hauttyp brauchst du mehr oder weniger Lichtschutzfaktor, auch bei der Sonnencreme. Und daher creme auf jeden Fall nach. Du solltest dich vor der Runde mindestens einmal eingecremt haben und während der Runde auch mindestens einmal. Wenn du ein heller Hauttyp bist, so wie ich bin ein sehr heller Hauttyp, ich muss mich mindestens bei einer 18-Loch-Runde dreimal eincremen, sonst habe ich auf jeden Fall einen Sonnenbrand. Und da auch, wenn du schon dir Sonnencreme holst, hol dir gleich eine mit hohem Lichtschutzfaktor ab 30 aufwärts, denn dadurch schützt du deine Haut einfach noch mehr. Und dadurch ist es natürlich auch ein bisschen entspannter für dich, wenn du weißt, dass die Sonnenbrandgefahr auch einfach ein bisschen ausgemerzt ist. Was dir auch noch ein bisschen Abkühlung bringt, ist ein zweites angefeuchtetes Handtuch dabei zu haben, das du dir einfach immer wieder ins Genick legen kannst, denn das kennst du selbst, wenn du Nasenbluten hast, heißt es auch immer wieder einen kalten Waschlappen ins Genick legen und hört Nasenbluten auf. Diese Kälte, die der Waschlappen bei Nasenbluten in den Kopf ausbreitet, ist derselbe Effekt wie in einer sommerlichen Golfrunde. Du legst dir ein nasses Handtuch ins Genick und dadurch erscheint gleich alles ein bisschen kühler. Dein Körper kühlt ein bisschen runter und du kannst auf jeden Fall die Runde besser genießen. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, was du machen kannst bei dir bzw. mit deinem Equipment, mit der Kleidung, mit dem Golftrolley, mit dem Sonnenschutz insgesamt, egal ob das jetzt der Hut war, die Sonnencreme oder eben auch der Schirm. Du solltest, wenn du im Sommer eine Runde Golf spielen möchtest, auch den Platz mit Bedacht wählen. Ich habe das Glück, in der Mitgliedschaft bei dem Golfclub, in dem ich bin, sind noch zwei Partnerclubs mit angeschlossen. Mein Heimatclub hat wenig Baumbestand, der einen vor direkter Sonneneinstrahlung beschützt. Dafür gibt es einen anderen Club, der ein bisschen höher gelegen ist, mit sehr altem Baumbestand. Und wenn die Temperaturen jenseits der 30 Grad sind, weiche ich auf jeden Fall auf diesen Platz aus. Denn dort wird einfach mehr Schatten geboten. Es geht auch ein bisschen mehr Wind, weil er, wie gesagt, ein bisschen höher liegt. Und da hat man einfach ein bisschen von der Temperatur angenehmere Bedingungen
als in meinem Heimatclub. Und da mich nichts kostet, kann ich einfach dorthin gehen, weiche da aus und habe da entsprechend den Vorteil, dass es einfach ein paar Grad kälter ist. Wenn du aber auf jeden Fall auch deinen Heimatclub, der womöglich direkt der Sonne ausgesetzt ist, spielen möchtest oder einen anderen Club, solltest du im Sommer auf jeden Fall Early Bird oder Sunset Tarife wählen. Denn wenn du morgens oder beziehungsweise frühmorgens abschlägst, hast du die Sommerhitze noch gar nicht. Aktuell haben wir es tagsüber 34 Grad und wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann sind wir bei 17, 18 Grad und ja, wenn man dann mit 20 Grad um, sagen wir mal, 10 Uhr oder 9 Uhr abschlägt, hat man auf jeden Fall bessere Chancen, der großen Hitze zu entgehen, als wenn man um 14 Uhr erst anfängt zu spielen. Und natürlich dasselbe Spiel auch abends, wenn du abends gehst, kurz bevor die Sonne untergeht, nochmal eine 9-Loch-Runde schaffst zu spielen, ist es ideal, weil da sind die Temperaturen auch wieder geringer als in der prallen Mittagssonne. Und daher solltest du solche Aspekte eben auch beachten, wann du spielen gehst. Wähle vielleicht auch einen Baum oder einen Platz mit sehr viel Baumbestand, um da einfach nochmal dir die Sonneneinstrahlung ein bisschen ja, zu nehmen und den Schatten zu gönnen und einfach die Abkühlung zu bekommen. Und genau, da einfach ja, ein bisschen drauf achten, wo man auch spielt. Und während der Runde ist eben nicht nur das Trinken absolut essentiell bei solchen Temperaturen, sondern eben auch das Essen. Ich habe es immer wieder gesehen, dass auch die Marshalls belegte Brote, Mettbrötchen oder irgendwas anbieten. Lass im Sommer lieber die Finger davon, wähle lieber Obst und Gemüse. Du kannst nebenher Bananen essen, Karotten essen, Studentenfutter essen, Nüsse insgesamt oder einfach eine Salatgurke mitnehmen oder die kleinen Snackgurken gibt es auch schon im Laden abgepackt, um da einfach deinem Körper nicht nur den Wasserhaushalt zu geben, sondern eben auch nicht mit schwerer Belastung im Magen auf die Runde zu gehen, beziehungsweise während der Runde eben die fettigen und schwer im Magen und Darm liegenden Nahrungsmittel einfach zu vermeiden. Und wenn du diese Tipps auf jeden Fall einhältst, dann hast du auf jeden Fall eine super Runde im Sommer, auch bei heißen Temperaturen. Oder wenn du morgens und abends gehst, kannst du allein schon in heißen Temperaturen entgehen. Aber achte wirklich darauf, mit welchem Equipment du rausgehst, dass du einen Golftrolli nutzt, einen Schirm benutzt, helle Kleidung trägst, weiße Schuhe trägst auf jeden Fall, ausreichend zu trinken mitnimmst und wichtig, wie gesagt, kein zuckerhaltige Limos oder Colas oder wie auch immer, kein Alkohol, Wasser, Saftschorle und selbstverständlich isotonische Getränke und auf jeden Fall Sonnencreme benutzen. Ich hoffe, die paar Tipps haben dir geholfen, deine nächste Sommerrunde zu genießen und ich freue mich drauf, von dir zu hören. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, teile auch gerne einen Podcast mit jedem Golfer, dem du diese Tipps auch gönnst und ich freue mich drauf, von dir zu hören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.